Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Wie versprochen werde ich ein Problem behandeln, das ein Zuseher vorgeschlagen hat, und zwar das mathematische Pendel. Und die Frage war, kann man das mit dem Inversionsproblem berechnen? Ja, das kann man. Und zwar schauen wir uns zuerst einmal die Skizze dazu an. Also nehmen wir mal an, wir haben also diesen Viertelkreis, auf dem sich jetzt ein Pendel bewegen soll unter dem Einfluss der Gravitation auf Erden. Also das soll also dieser Massepunkt sein. Hier haben wir einen Faden der Länge L. Da ist die Aufhängung. Befindet sich einmal am Anfang zur Zeit t gleich 0 im Punkt A. Und diesen Start, diese Startsituation kennzeichnen wir durch den Winkel Phi 0. Und dann nach einer gewissen Zeit hat sich also dieser Massepunkt zum Punkt B zu gehen oder zu fallen oder zu bewegen bequemt, hat dabei den Weg S von T zurückgelegt. Das heißt also, S von T ist der Bogen AB. Und hier haben wir also auch einen Hörer, der protestiert. Das ist also nicht der Hörer, der den Vorschlag gemacht hat, sondern das ist der kritische Hörer, der immer bemäkelt, dass alles, was ich mache, nicht streng und sauber genug ist. Aber naja, kann man nichts machen. Also bitte zurück ins Auditorium. Ja, brav. So, also jetzt können wir hoffentlich weitermachen. Das war also dieser Weg ST und der Winkel, der diese Position definiert, wäre Phi von T. So, jetzt haben wir natürlich also hier dann auch noch einen Ursprung anzunehmen. Das ist also der Bogen AB, ist im Wesentlichen der Bogen AO minus den Bogen BO. So, gut, dann haben wir S von T ist natürlich dann AO, ist dann die Länge mal den Winkel Phi 0 minus Länge mal den Winkel Phi von T. Und dann berechnen wir die Geschwindigkeit V von T dieses Massepunktes. Das ist natürlich minus L d Phi nach dt. Und dann brauchen wir noch die Beschleunigung A von T. Das ist noch einmal eine Ableitung dazu geknallt. Also haben wir die zweite Ableitung von Phi nach T. So, und dann haben wir Newton. Newton, hässlich geschrieben, aber man weiß, um was es geht. Das ist M mal A ist gleich die Kraft, die auf diesen Körper wirkt. Die bezeichnen wir gleich mit parallel. Natürlich haben wir als Urkraft, die hier wirkt, die Gewichtskraft M mal G. Aber der Faden hilft uns, der jausnet sozusagen diese radiale Komponente auf und es bleibt diese Komponente F parallel übrig. Und wir sehen natürlich hier, da es sich hier um parallele Strecken handelt und hier ein Radius, eine Radiusrichtung vorherrscht, dass der Winkel Phi natürlich auch hier sitzt. Und damit ist diese Parallelkraft natürlich einfach M mal G mal dem Sinus von Phi. Gut, und damit haben wir also die Differentialgleichung minus L dann mal M, das ist dieses M bei der Beschleunigung. Dann haben wir die zweite Ableitung, schreiben wir es in der Langform, d Phi nach dt zum Quadrat ist gleich m mal g mal Sinus Phi. Und jetzt machen wir die Sache mathematisch. Wir sagen also, all diese ganzen Konstanten, ihre Quotienten und so weiter sind 1. Und wir nehmen also statt diesem Phi, das hier ja sowieso ausschaut fast wie y, also ein d2y, und statt der Zeit, die ja auch schon fast ausschaut wie ein z, nehmen wir ein dz zum Quadrat, nicht? Und dann haben wir ein Minus Sinus y. Das ist also mathematisch äquivalent. Also wir haben eine Differentialgleichung, eine nichtlineare, die zweiter Ordnung ist. Und da ist natürlich die Standardprozedur, dass ich das dy nach dz als eine neue Variable einführe. Die nennen wir Psi, das ist sozusagen das griechische Y. Und dann haben wir also diese Gleichung, schreiben wir es hier hin, um nicht allzu viel Platz zu verbrauchen. Wir haben also d nach dz, Operator von Psi, ist gleich minus Sinus von Y.
Und jetzt machen wir noch einen Kunstgriff. Wir schieben für diesen Operator die Variable y noch einmal ein. Wir haben also dann d y nach dz d nach dy von psi. Das ist also das Einschieben der Variable y ist gleich minus Sinus y. Und da haben wir natürlich wieder unser psi. Also haben wir insgesamt, wenn wir diese Gleichung in dieser Richtung noch einmal aufschreiben, um die Tafel, wie schon gesagt, nicht zu überzubelasten, haben wir psi d psi nach dz gleich minus Sinus von y. So, y natürlich, sorry. Da wäre die Sache natürlich schief gegangen, wenn wir das nicht. Also das hier ist dieses psi. Und da steht eben diese Ableitung nach y. So, jetzt können wir diese Gleichung auffassen als eine separierbare Gleichung natürlich. Wir können also integrieren. Wir haben dann psi d psi und auf der Seite haben wir dann Integral, negative Vorzeichen ziehen wir heraus, dy mal Sinus y, da wissen wir, kommt der Cosinus von y heraus. Y schaut aus wie psi, das wollen wir nicht. Y, das ist ein bisschen schwierig nach unten zu schreiben. Und da schreiben wir plus c. Nicht? Dann haben wir da ein halb psi Quadrat. So, multiplizieren das Ganze mit 2 und machen wir das auch gleich hier platzsparend. Dann kommt der 2er hier hin, der 2er zum c und dann das 2c nennen wir k. Nicht? Dann haben wir das auch überstanden. Und damit haben wir die letztlich, wenn wir die Wurzel ziehen, haben wir Psi ist also die Quadratwurzel aus 2 mal Cosinus von y plus k. Und damit also dy nach dz ist gleich dieser Wurzel hier. Ja? 2 mal Cosinus y plus k. So, das ist also eine Differentialgleichung erster Ordnung. Und das ist jetzt also, leider die Tafel ist jetzt etwas voll, aber man sieht sofort, was hier passiert. Wenn wir hier dieses Kastel hier wieder aufmachen, dann haben wir auch hier ein f von z. Das ist 1, nicht? Also damit haben wir diese Differentialgleichung überführt in eine bekannte Form. Dieses z ist 1, das heißt die Stammfunktion f von z ist z selbst. So, und damit ist die Sache eigentlich erledigt, denn hier haben wir unser g von y. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Hier steckt also diese Konstante drinnen. Wenn wir also annehmen, wir entwickeln um y gleich b, dann muss also dieses k so eingerichtet werden, dass unsere Geschwindigkeit und unsere Auslenkung, dieser Winkel phi, festgelegt ist. Wir haben ja eben zwei Werte vorzunehmen, weil wir ja zweiter Ordnung sind. Also prinzipiell überhaupt kein Problem. Wir können also die Differentialgleichung genau wie im vorigen Video lösen. Wir haben also diese Funktion g von y immer wieder zu differenzieren. Also der allgemeine Koeffizient ik ist ja bekannt. Das war 1 durch k. Und dann haben wir g von b. Und dann also diese Ableitung d nach db von ik minus 1. Nicht? Das geht tadellos. Das sind nur Wurzelausdrücke. Die werden natürlich etwas unangenehm, wenn wir mehrere Glieder berechnen wollen. Aber das geht sich wunderbar aus. Der Witz an dieser Aufgabe ist, dass das natürlich auch geschlossen lösbar ist. Und zwar hat man da im Wesentlichen Arkosinusse von den elliptischen vom elliptischen Sinus. Ja. Also das ist eine mehrfach verschachtelte Funktion. Vielleicht, wenn Interesse besteht, werde ich diese klassische Herleitung der geschlossenen Lösung auch einmal bringen. Aber das wäre jetzt für diesen Einschub etwas zu gewaltig. Ja, da muss man also die elliptischen Integrale der ersten Art oder ersten Gattung invertieren. Und es ist alles sozusagen in Form von tabellierbaren Funktionen hinschreibbar,
aber im Wesentlichen bekommt man nichts Besseres raus. Wenn man nämlich diese Art, diese Methode, die wir kennen, also mit dieser Inversionsmethode, auf dieses Beispiel anwenden, mit beliebiger Integrationskonstante, dann, ich habe das jetzt einmal gemacht zum Spaß, bis zur 10. Ordnung, natürlich nicht händisch, wie ich zugeben muss, dann bekommt man schon eine sehr, sehr, sehr gute Näherung für die exakte Lösung. Also das ist keine akademische Übung, die dann praktisch wertlos ist, sondern da kann man dann wirklich, ohne dass man jetzt den elliptischen Sinus, den Sinus vom elliptischen Sinus und dann wieder den Arkosinus des elliptischen Sinus berechnet, also mit dieser dreifachen Verschachtelung, die dann bei der exakten Lösung notwendig ist, kann man also direkt mit der Reihenentwicklung hier schon recht gut weiterkommen. Also diese Methode ist auch auf diese Arten von Gleichungen anwendbar. Das heißt, alle Gleichungen, die eben irgendeine zweite Ableitung haben und hier eine Funktion von y alleine, kann man, wenn dieses g gefunden worden ist, wenn es hinschreibbar ist, einigermaßen kompakt, am besten natürlich in geschlossener Form, und diese Geschichte, dieses g, also nicht beim Differenzieren irgendwo eine Singularität erzeugt, kann man diese Sachen hinschreiben in Form von einer Reihenentwicklung, wie wir es im letzten Video gemacht haben. Okay, das war also mal ganz kurz und knackig die Beantwortung einer Hörerfrage. Natürlich kann man auch die Sache primitiv machen, indem wir hier einfach dieses y hinschreiben. Das wäre also die normale Schwingungsgleichung, nicht? Da funktioniert es gleich. Ja? Also dieser Algorithmus ist auch für diesen simplen Fall möglich. Da bekommen wir natürlich den Cosinus direkt, nicht? Okay, das war also mal ganz schnell und knusprig diese Frage. Ja, kann man machen. Ja, es ist auch sehr praktisch. Und vor allen Dingen, wenn man eben Programme hat, wie dieses Programm, das es den ähnlichen Namen hat wie Mathematik, da kann man da innerhalb von kürzester Zeit gute Reihenentwicklungen zaubern. So, das war's für heute. Ich hoffe, das war einigermaßen befriedigend. Und danke noch einmal für diesen Hinweis, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das eigentlich gar nicht mehr näher angeschaut, weil ich mich für andere Differentialgleichungen interessiert habe, die ein bisschen komplizierter sind, aber das ist lustig, es funktioniert auch für das. Also noch einmal danke für den Hinweis. Hoffe, das war interessant. Bitte dieses Video dann auch liken, dem Kanal weiterhin treu bleiben, ein Abonnement lösen, wenn noch keines gelöst worden ist. Danke für die Aufmerksamkeit und ciao.